Dankeschön. Das ist ein Vergnügen, diese Halle hier so voll zu sehen und nicht alle Leute am Strand. Also ich finde das ganz toll. Wir hatten gedacht um eins, na wer kommt da wohl, ein kleines Häufchen von gleichen Jahrgängen. Also ich bin Jahrgang 43. Manfredo 37. So. Ja, ja. Es ist ja oft so, dass sozusagen das Publikum die Helden der Jugend gern sozusagen verfolgt und später nochmal sehen möchte. So geht es mir mit dem Zentralquartett, so geht es mir auch mit dieser Band, die ja im Grunde genommen gegründet wurde 1981 oder 82 schon mal in dem legendären Ort Peitz bei Cottbus. Und dort sind wir sozusagen das erste Mal zusammengekommen und dann sind alle ihre eigenen Wege gegangen, eigene Projekte. Wir kennen alle die Projekte von Gianluigi Trovesi, Manfredo und unser Benjamin, der auf eine wunderbare Weise, Antonio, auf eine wunderbare Weise, nämlich unseren eigentlich in diesem Quartett Dienstältesten, nämlich Bar Phillips, hier vertreten darf. Und wir sind sozusagen, in dem Moment sind wir auch im Gleichgewicht, zwei Italiener, zwei Deutsche. Also ohne sozusagen amerikanischen, ja, ohne, ohne amerikanische Störsender hätte ich, so waren eben, ich wollte es nicht aussprechen. So. Ja, das war ein Stück von Manfred Schof, Like Don, also gewidmet Don Cherry, der ja sozusagen über viele Jahre mit Ornette Coleman gearbeitet hat. Like Don von Manfred Schof war das erste Stück. Als wir uns gestern Abend trafen und über das Programm gesprochen haben und ich so einige Vorschläge gemacht habe und einige Noten mitgebracht habe, die ich noch gefunden habe und sozusagen auch einige neue Ideen dazu, kam Gianluigi, sagte, oh, wir spielen doch frei, ne? Wir spielen doch frei. Also, spielen wir frei oder spielen wir Stücke? Und hier werden ja normalerweise auf der Bühne viele Stücke gespielt, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann tun wir Gianluigi mal den Gefallen und spielen zumindest ein Stück frei. Und das kommt jetzt. Das so. Und das heißt dann auch Free for All. Also auch für euch frei. Also. Ja, so den Free for All mit Babysommer Quartetto Trionfale.
Ja, danke schön. Danke sehr. Jetzt, das nächste Stück heißt Andartes. Andartes, das sind die Widerstandskämpfer, die Partisanen aus Griechenland. Ich habe doch so ein griechisches Projekt gemacht, Songs for Komeno. Und beim Studium dieser ganzen Thematik, der sozusagen auch ja heute noch ziemlich aktuellen Thematik und aktueller denn je zuvor, es ist einem Dorf gewidmet am Südrand des Epirus, nämlich Komeno, was 1943 von der deutschen Wehrmacht fürchterlich massakriert wurde. Und mit der Beschäftigung dieses Projektes habe ich sozusagen festgestellt, dass es hier zwei sich konkurrierende Widerstandsbewegungen gegeben hat in, damals bei der Besetzung von Griechenland. Und diesen Partisanenkämpfern habe ich ein Stück gewidmet, das heißt schlicht und einfach Andartes. Und das sind eben die Partisanen und dieses Stück haben wir sozusagen in das Quartett übernommen. Und damit ihr nur wisst, es geht jetzt um Partisanen. Und wir sind ja hier auch irgendwie Partisanen im Bereich einer musikalischen Stilistik, die uns umgibt. Normalerweise dort, wo sozusagen wo große Teile der Jazzmusik heute angekommen sind, dort braucht es eigentlich auch Partisanentum.
Dankeschön, Dankeschön. Gianluigi nannte dieses Stück Le Piccole Cose. Das sind die kleinen Dinge, die so wichtig fürs Leben sind. Und das war ein Ausschnitt der kleinen Dinge. Le Piccole Cose von Gianluigi Trovesi. Das nächste Stück ist auch von Gianluigi Trovesi und heißt No Parietto, was so viel heißt wie kein Vorhang. Spiegel dopo. Okay. Okay. Oh, a mask. Two. Yes, see? Okay. In the end of the concert. Thank you.
Thank you.
Dann dieses Stück von Manfred Schof hieß Mellow Mood. Mellow Mood von Manfred, der lyrische Manfred Schof mit Mellow Mood. Dankeschön. Unser Konzert beenden möchten wir mit einem Stück von mir. Von mir waren übrigens alle Stücke. Also ich habe sie zumindest ausgesucht für das Konzert. So, mit dem nächsten Stück möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Das sind Gianluigi Trovesi, Altsaxophon, Klarinette. Gianluigi. Fai vedere il pubblico la tua stampella. Dove è la tua stampella? Ah, sì. Ah, man muss nämlich sagen, dass Gianluigi ganz vor kurzem eine Hüftoperation hatte und eigentlich mit der Krücke auf die Bühne kommen sollte. Er hat eigentlich eine Stampella, das heißt sozusagen eine Krücke. Und mit dieser Stampella ist er gestern aus Bergamo gekommen. Und er ist einfach zu bescheiden, um euch die Stampella zuzumuten auf der Bühne. Ah. Gianluigi Trovesi, senza Stampella. Manfred Schof, Trompete, Flügelhorn. Ja. Manfred Schof, ein, man muss sagen, ein Dinosaurier der deutschen Jazzgeschichte. Und nach dem Sprichwort, je oller, desto doller. Manfred Schof. Und unser Benjamin Antonio Borghini am Bass. Antonio Borghini. Ja, und ich selbst, Günther Baby Sommer, sage Dankeschön fürs Kommen, Dankeschön für diese Stunde Musik mit uns. Wir verabschieden uns mit einem Stück von mir, einem Hymnus. Dankeschön.